So, Transparenzen mit der Blender internen Render Engine. Erstmal, wenn es um Transparenzen und Spiegelungen geht, dann braucht die Szene unbedingt eine Umgebung. Deshalb habe ich eine Plane eingefügt. Das ist erstmal ein ganz normales Material mit einem UV-Testgrid obendrauf. Als nächstes habe ich die ganz normale Lampe drin. Ich habe hier nur die Samples für den Soft Shadow ein bisschen erhöht und die Lampe so platziert, dass sie einen Schatten nach vorne wirft. Dann habe ich für den rechten Cube einfach ein grünes Glasmaterial erstellt und das hat hier auch die Standardwerte für 2 für die Tiefe und für den linken Cube das gleiche in Rot. Ja? So, das sind erstmal die Standardeinstellungen. Wenn du das jetzt renderst, dann kommt das dabei raus. Ziemlich ernüchternd, ne? Was ich noch vergessen habe zu sagen, der rechte Würfel ist normal, der linke Würfel hat hier einen Solidify-Modifier drauf, dass man erkennt, dass da mehr Flächen sind, durch die man durch muss. Also erstmal, der Schatten ist stockschwarz, ne? Das heißt, wir machen für die Plane, hier unten aktivieren wir Receive Transparent. Und wenn wir das dann rendern, dann kommt das raus. Das heißt, ich habe hier schon mal den transparenten Schatten, aber hier ist der Schatten noch schwarz und hier ist auch noch alles total schwarz. Das heißt, das muss ich selber mal spitzen. Ja. Wir müssen für die Glasmaterialien ebenfalls Receive Transparent Shadow aktivieren. Dann habe ich schon mal keine total stockschwarzen Schatten mehr hier drin, sondern eben materialgefärbte Schatten. Und jetzt fällt eben auf, ich kann hier irgendwie in den Würfel reingucken, aber kann nicht mehr aus dem Würfel rausgucken. Das bedeutet, ich muss hier für den Würfel den Depth-Wert erhöhen. Ich habe das mal für beide Würfel getan. Und voilà. Sie werden komplett durchsichtig. So, jetzt habe ich mal auf den rechten Würfel auch noch so einen Solidify Modifier draufgelegt. Auf beide jetzt. Und auch auf dem Würfel die Tiefe auf 3 erhöht. Jetzt alles paletti, möchte man meinen. Was passiert, wenn ich die beiden Würfel voreinander stelle? Dort, wo sie sich überdecken, wird es plötzlich wieder undurchsichtig. Das liegt jetzt daran, dass diese 4 Grenzflächen, die wir durch diesen Depth-Wert von 3 eingestellt haben, zwar für den Würfel ausreicht, aber nicht mehr für den Würfel, der dahinter noch kommt. Das bedeutet, wenn ich den dann durchsichtig haben will, muss ich für den vorderen Würfel die benötigten Depth-Werte für die hinteren Materialien noch dazu addieren. Das heißt, wenn ich hier dann für den vorderen Würfel einen Depth-Wert von 7 einstelle, dann wird es wieder durchsichtig. Was aber bei der ganzen Sache schon ein bisschen zu beachten ist, ich habe hier bereits eine Renderzeit von 4 Minuten und 50 Sekunden für ein Bild. Und da rendert er halt dann schon 16 Minuten. Ne? Aber das ist so das Wesentliche, was man beachten muss, wenn es irgendwo mal irgendwo komplett schwarz oder komplett grau ist. Das ist immer dann hier die Depth-Werte kontrollieren und immer gucken bei Transparenzen, ob alle Materialien dieses Receive Transparent aktiviert haben.